Guten Morgen, meine Freunde. Wir haben Samstag 9 Uhr, bin seit einer Stunde ungefähr wach. Ich quäle mich jetzt mal langsam aus dem Bett. Ich habe eigentlich gar keine Lust. Ja, dann gehen wir erstmal was frühstücken, oder das heißt, gehen wir was frühstücken. Ich hoffe, ich habe nur überhaupt was im Kühlschrank zum Frühstücken, sonst müssen wir uns irgendwo was holen. Und Samstag ist ja immer totale Katastrophe, weil echt viel los ist. Und danach müssen wir noch ein Video hochladen und dann gucken wir, was sonst noch der Tag so bringt. Ich nehme euch halt ein bisschen mit. Ich habe jetzt über Nacht das Video rendern lassen. Das hat 2 Stunden 16 Minuten gedauert gehabt für ein 11 Minuten 33 Video, weil das in 4K 60 FPS war. Lohnt sich das denn überhaupt für euch, in 4K 60 FPS hochzuladen oder reicht euch ganz normal 1080p 60 FPS? Weil ich werde wahrscheinlich erst meinen Computer aufrüsten in einem halben Jahr und das ist halt echt sehr langwierig, wie das mit dem Rendern dauern tut. Ja, mir ist ein bisschen langweilig gewesen. Da dachte ich mir, hey, ich gehe ein bisschen spazieren. Aber das Problem ist, das Wetter ist so extrem unbeständig heute. Es hat schon mehrmals heute angefangen zu regnen und es soll heute Nachmittag auch gewittern. Nur ich habe heute irgendwie bis jetzt nicht so viel zu tun gehabt. Ich habe ein bisschen am Computer Videos geschnitten, wir haben Samstag und noch was für meinen Gaming-Kanal aufgenommen gehabt. Und später soll ich von meinem Vater nochmal einen Freund ein Auto auslesen. Aber ja, bis dahin habe ich nicht so wirklich zu tun. Und dann dachte ich mir, nutze ich die Zeit jetzt nochmal und gehe hier zu einer Schleuse spazieren. Ich hoffe nicht, dass ich gleich komplett nass bin. Aber es bleibt spannend. Guckt mal, Leute, was ich gerade gefunden habe. Das sind drei Störche, zwei große und ein kleiner, glaube ich. Richtig schön. Der Weg hier auf jeden Fall ist schon mal ganz cool. Hier hinten sind noch die Störche. Aber es ist gerade sehr, sehr schwül und es sieht auch jetzt vom Wetter her sehr danach aus, dass es anfängt zu regnen. Und hier müsste doch so, das müsste doch für so Greifvögel sein, oder? Dass die sich da draufsetzen. Oder irre ich mich da und es hat gar keine Funktion für Greifvögel? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Hier hinten haben wir noch die Amöneburg. Landschaftlich auf jeden Fall echt schön. Ich wollte heute eigentlich auch noch ein Video vom Schloss in Marburg machen, aber leider war es dann so gewesen, ich bin da hochgefahren. Erstens mal konnte man da nicht parken, ist momentan Parkverbot. Warum? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann hat es in Strömen angefangen zu regnen, also wirklich in Strömen. Obwohl es laut Wetterbericht, ich weiß, ich sage immer, ich glaube den Wetterberichten nicht, aber ich gucke immer trotzdem drauf, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und dann hat es wirklich angefangen in Strömen zu regnen, obwohl es eigentlich erst nachmittags regnen sollte. Wir haben jetzt so 13 Uhr oder 12.30 Uhr ungefähr und ja, es hat jetzt schon mehrmals angefangen zu regnen. Dann habe ich das Ganze abgebrochen und dachte mir so, hey, das machen wir mal einen schöneren Tag. Dann mache ich mal vielleicht ein komplett eigenes Video nur vom Schloss in Marburg. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht komplett klitschnass werde. Ich bin jetzt kurz vor der Schleuse und langsam fängt es an zu nieseln. Ich weiß, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht. Ich hoffe, dass es jetzt echt nicht anfängt, in Strömen zu regnen, weil ich kann ja mal kurz zeigen. Ich muss den kompletten Weg hier oben drauf zurücklaufen. Und da habe ich ja mal gar keine Lust drauf, dass das jetzt hier komplett in Strömen anfängt zu regnen. Ich meine, das Risiko war mir irgendwie bewusst, aber ich habe gehofft, dass ich das noch mal... Dass ich noch kurz hier hin kann, ein bisschen Aussicht genießen, ein bisschen allgemein hier genießen und dann zurück kann und es maximal so ein bisschen nieselt. Und ich merke jetzt auch gerade, es wird alles stärker vom Niesel her. Na super. Egal, ich versuche es jetzt bis da hinten hin. Nass werde ich wahrscheinlich eh gleich komplett. So, wir sind jetzt so gut wie da. Das sieht ja schon mal vielversprechend aus. Ich war hier noch nicht gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das eben schon mal gesagt habe. Hier war ich auf jeden Fall noch nie gewesen. Hat sich bis jetzt auf jeden Fall gelohnt, hier hinzulaufen. Aber der Regen wird halt stärker. Wäre jetzt doch geiler, wenn das Wetter ein bisschen besser wäre. Ich hoffe, man kann es erkennen. Da ist eine Entenmauer mit ihrer Entenfamilie. Ich weiß, die mal 10 Kamera ist nicht so mega geil, die stabilisiert auch nicht so gut. Ich gebe mir echt Mühe, aber nice. Man sieht jetzt auch hier sehr gut, wie stark es regnen tut und ich stehe hier.
Und da hinten sind auch noch mal zwei Gänse. Die, so wie es aussieht, auf jeden Fall nach Fressen suchen. Hier ist auf jeden Fall viel Wassergeflügel im Umkreis. Ich habe den Drang, hier runter zu gehen und mich mal hier unten hinzustellen. Da ist bestimmt das wirklich von der Aussicht her schön, beziehungsweise vom Blick her. Aber ich weiß ganz genau, dass wenn ich hier runterlaufen tue, mich hundertprozentig hinpacken werde. Und da habe ich jetzt dann doch keine Lust, gerade weil es noch alles ein bisschen nass ist. Hat lange nicht geregnet oder auf jeden Fall nicht viel. Da ist das ja sowieso durch den Staub alles noch ein bisschen schmieriger. Das lassen wir besser mal heute bleiben. So, wir laufen jetzt wieder Richtung Auto. Es regnet zwar gerade nicht mehr, aber ich muss ja jetzt das nicht provozieren und so lange warten, bis es wieder so richtig anfängt zu regnen. Deswegen, das war jetzt ganz schön gewesen, aber ich muss hier unbedingt nochmal bei gutem Wetter hinkommen, weil das ist jetzt schon immer mit dem Risiko verbunden gewesen, jetzt gleich klitschnass zu werden. Und da hatte ich jetzt echt gar keine Lust jetzt drauf gehabt. Hier stand auch eben ein Schild noch, wo es darum geht, dass hier seltene Vögel ihren Nistplatz haben und dass man deswegen die Hunde anleihen soll. Und dann kamen mir drei Leute entgegen, wo die Hunde nicht angeleint waren. Nee, aber das ist wirklich hier eine richtig schöne Ecke. Ich kannte das bis jetzt selber gar nicht. Ich denke mal jetzt, wenn es das nächste Mal richtig schön warm ist, werde ich hier wahrscheinlich nochmal hingehen. Wahrscheinlich auch mal ohne Kamera, weil man hat hier echt einen guten Blick. Und ist auch schön hier vorne mit der Schleuse, mit dem Wasser. Aber ich habe tatsächlich noch nicht gefunden, wozu diese kleine Schleuse dann jetzt da ist. Ich weiß zwar, wozu eine Schleuse prinzipiell da ist, aber was die genau jetzt da für eine Funktion hat und warum man die da errichtet hat, das weiß ich leider auch nicht. Vermutlich hat jetzt eben gerade hier ein Jäger so ungefähr 5-mal geschossen, was auch sich sehr dicht angehört hat. Das kann natürlich täuschen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich habe da immer ein ganz, ganz schlechtes Gefühl, wenn man auch nicht sieht, wo das herkommen tut. Weil in den letzten 7 Jahren halt auch echt viel Scheiße passiert ist. Nicht nur in den letzten 7 Jahren, aber da irgendwie so verstärkt. Man hat dann immer so ein ungutes Gefühl, wenn man nicht sieht, wo es herkommt, wer das war. Und ja, kann es halt auch recht schlecht zuordnen, ob das jetzt hier auf der Wiese oder hier hinter mir im Wald war. Aber naja. Was auch echt heute viel unterwegs sind, sind so Leichtflugzeuge. Bei dem Wetter weiß ich nicht, ob ich da drauf Lust hätte. Aber ich bin auch absolut, was das angeht, habe ich keine Ahnung, wie sich das dann in so einem kleinen Flugzeug verhalten tut. Und hier hinten haben wir nochmal die Amöneburg. Ja, wir haben jetzt einen Tag später und ich schneide gerade das Video und ich sehe, ich habe kein Outro gedreht. Perfekt. Naja gut, meine Freunde, Dankeschön fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, kommentiert meine Videos, guckt meine anderen Videos. Macht's gut, meine Freunde. Ciao.